Ja, mein Name ist Tilman Köberlein. Ich bin Finanzdirektor bei der Firma Immerso, aber eben auch ab und zu in Deutschland unterwegs, um die Firma zu präsentieren und zu zeigen, was wir machen. Ja. Technik, die begeistert. So. Die Firma Immerso, wir sind ein norwegisches Unternehmen, sind aber mittlerweile in 12 Ländern, 13 Ländern aktiv, von Japan bis Kanada, aber eben unser Hauptkundenstamm ist in Skandinavien. Das ist auch soweit gut, weil Skandinavien ist, was die Verwendung von BIM und Scan betrifft, wesentlich weiter als Deutschland oder überhaupt der europäische Markt. Das heißt, die Lösungen, die wir entwickeln, sind mit Kunden dort entwickelt, sind getestet, bevor wir sie dann eben in andere Märkte bringen, und wir wissen eben, dass es funktioniert. Aber was machen wir? Immerso wurde 2015 gegründet und damals war in Norwegen BIM schon vorgeschrieben, staatlich vorgeschrieben. Das heißt, in Norwegen überlegt man sich nicht, plane ich in BIM? Ja, nein, es wird einfach gemacht. Die Vorteile mit der BIM-Planung sind da allen klar und so wird es gemacht. Und dann haben wir uns angeguckt, naja, super. Es wird viel in tolle 3D-Modelle investiert. Und dann geht man damit auf die Baustelle und misst Sachen von Hand nach. Also mit dem Meterstab. Im besten Fall mache ich noch Bilder, mache Zeichnungen von Hand, aber das skaliert einfach nicht. Zur gleichen Zeit haben wir gesehen, naja, es gibt Laserscanner, Trimble, Navis, Faro, Leica, die das Laserscannen an sich relativ einfach machen. Und wir haben gedacht, es kann doch nicht sein, dass es keine Lösung gibt, die BIM-Modelle, Laserscans nimmt, die übereinander legt und miteinander abgleicht, um Abweichungen zu finden. Und die Lösung gab es nicht. Das heißt, wir haben uns beim norwegischen Staat für Forschungsgelder beworben, haben die bekommen und haben genau die Lösung erstellt. Das heißt, was wir machen, wir nehmen BIM-Modelle, IFC, Revit, spielt keine Rolle, Laserscans als E57-Datei, das heißt eine ganz normale Standard-Laserscan-Datei, lesen die in unsere Software ein, die wird übereinander gelegt und Abweichungen angezeigt. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir die BIM-Modelle einfärben, je nach Objekt. Wir können die Punktwolken einfärben und dann eben zum Beispiel Durchbrüche, die immer irgendwie falsch sind. Entweder fehlen sie ganz oder sind halt versetzt, falsche Form, falsche Größe. Alles das erkennt unsere Software automatisch und zeigt eben die Abweichung an. Gut, was wir jetzt hier sehen, ist ein Blick in das BIM-Modell. Der Kunde stellt die Toleranz automatisch ein und kriegt dann eben angezeigt, welche Objekte sind vorhanden, aber weichen vom BIM-Plan ab. Die werden orange dargestellt. Dann haben wir Objekte, die werden rot dargestellt. Das sind Sachen, die auf der Baustelle, also im Laserscan, fehlen. Kann ich sagen, naja, okay, da muss noch was gemacht werden. Also eine Aussparung wäre ein typisches Beispiel. Der Subunternehmer sagt, ich bin fertig. Das kann ich natürlich dem glauben. Ich kann aber auch ins BIM-Modell gucken und dann sehen, nee, pass auf, hier in einem zweiten Obergeschoss fehlen noch zwei Durchbrüche. Mach die erstmal und dann geben wir die Zahlung frei. Aber genauso wie wir feststellen können, wo gibt es Abweichungen, können wir eben auch sehen, was ist denn innerhalb der Toleranz. Und all das wird dann eben grün dargestellt. Und dadurch, dass unser Algorithmus versteht, welches Objekt im Scan und welches Objekt im BIM ist, können wir eben auch eine automatisierte Liste rausgeben. Das ist das, was wir am rechten Rand der Folie sehen. Das heißt, das kann ich wie eine To-Do-Liste verwenden, kann mich da durchklicken, dass ich eben sicher gehe, dass ich keine Abweichung übersehe. Also wenn ich jetzt Baumanagement mache und auf der Baustelle kontrollieren will, wie weit bin ich gekommen, dann kann ich irgendwelchen händischen Berichten trauen. Ich kann aber auch einfach da reingucken und sagen, nee, hier gibt es noch zwei, drei Sachen, die müssen gelöst werden, bevor wir eben den nächsten Bauabschnitt freigeben oder so. Was ich vorher gezeigt habe, war, dass wir das BIM-Modell einfärben. Wir haben aber auch noch andere Möglichkeiten, uns das anzugucken, nämlich die Punktwolke einzufärben. Da sind wir dann, da färben wir jeden einzelnen dieser Millionen Punkte ein und können dann so Sachen machen wie Bodenebenheiten feststellen. Ja, also ist mein Boden eben, das gleiche gilt für Balkon, neigt sich der Balkon zum Gebäude, das heißt das ganze Wasser beim Regen fließt mir ins Wohnzimmer rein oder neigt sich es eben leicht vom Gebäude weg. Das waren so die Anfänge, aber wir machen das ja jetzt nicht seit gestern, das heißt, wir haben mit unseren deutschen Kunden dann auch eine DIN-Prüfung entwickelt.
können also die DIN 18202 für Bodenebenheiten prüfen. Anstatt dass ich also auf der Baustelle von Quadratmeter zu Quadratmeter gehe und dann gucke, ob die DIN 18202 richtig ist, gehe ich einfach bei uns in die Software, lege ein Gitternetz drüber, kriege das Ergebnis angezeigt und fertig. Und dann können wir eben auch in die Zukunft gucken. Also normalerweise gucke ich eben BIM-Modell heute gegen Scan von heute und sehe, wo gibt es heute Abweichungen. Aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, was passiert eigentlich morgen. Und ist mein Stand heute, wird der mir Probleme morgen geben? Also was wir hier jetzt auf den Bildern sehen, ist eine Situation, wo Durchbrüche fehlen. Mit der normalen Analyse sehe ich, naja, okay, Durchbruch fehlt, muss noch gemacht werden. Aber viel interessanter ist doch zu wissen, was ist denn eigentlich die Konsequenz? Und mit der Funktion kann ich eben sehen, naja gut, die Konsequenz ist hier, soll ein Rohr durch die Wand, der Durchbruch fehlt, kann mich dann eben entscheiden, wie gehe ich mit der Sache weiter um. Die gleiche Funktion können wir auch verwenden in Bestandsgebäuden, wenn ich im Bestand baue. Normalerweise, wenn ich im Bestand baue, muss ich eben das Gebäude nachmodellieren, das existierende Gebäude, und auf Basis des Modells erstelle ich dann ein neues Design. Mit der Funktion hier kann ich mir das sparen. Mit der Funktion hier kann ich mein neues Design gegen die Scans des existierenden Modells laufen lassen. Das heißt, ich kann das schon relativ früh gucken, passt mein neues Design in mein existierendes Gebäude, ohne dass ich alles minimal akribisch genau nachmodellieren muss. Gut, wie gesagt, wir machen das nicht seit gestern, sondern wir sind jetzt mit der Lösung schon seit 2018 am Markt. Und haben uns so geguckt, was sind so die typischen Abweichungen, die wir über Ländergrenzen hinweg sehen. Naja, und Aussparung rechts unten, wie gesagt, das finden wir auf jeder Baustelle. Entweder fehlen sie ganz oder aber sie haben die falsche Form, falsche Größe oder falsche Position. Sowas ist für unseren Algorithmus kein Problem, wird automatisch entdeckt. Dann haben wir hier Beispiele aus England, links unten, Brandschutz. Brandschutz ist äußerst wichtig. Und da gibt es halt verschiedene Bestimmungen, die mir sagen, naja, ich habe einen Durchbruch und durch den Durchbruch muss irgendwas durch. Allerdings, diese technischen Führungen, die da durch müssen, müssen halt einen Mindestabstand haben zu dieser Durchbruchswand, damit ich genug Branddämmung da reinbringe. Und wenn das nicht der Fall ist, also so wie wir hier links unten sehen, es sollte einen 50 mm Abstand haben, es sind aber nur 9 mm, dann zeigt unser Algorithmus das an, dann kann ich eben hier eingreifen, bevor ich das unentdeckt behalte und mir später bei der Gebäudeabnahme das Gebäude nicht durchgeht, weil der Brandschutz nicht eingehalten wurde. Andere Sachen wie rotierte oder leicht schrägstehende tragende Stützen sind für das System auch kein Problem, sowas im Rohbau zu finden. Oder aber, was auch häufig vorkommt, ist die Situation rechts oben. Ich habe eine Dämmschutzwand mit vielen Ständern. Diese Ständer werden allerdings nicht modelliert, weil es zu viel Arbeit ist. Und wenn dann auf der Baustelle diese Ständer eingebaut werden und es kollidiert mit einem anderen Gewerk, was normalerweise auf der Baustelle passiert ist, irgendjemand schneidet den Ständer gerade durch, setzt sein Gewerk dahin, macht die Wand zu, fertig. Wenn es ein, zweimal passiert, sagt wahrscheinlich keiner was. Wenn es mir das 10-mal passiert und es passiert wahrscheinlich mehr als 10-mal, dann übernehmen halt Firmen wie Knauf Insulation dafür keine Verantwortung mehr und dann habe ich ein richtiges Problem. Mit unserer Software können wir das entdecken, bevor es passiert. Das heißt, da kann ich einschreiten, bevor mir irgendjemand meine Ständer durchschneidet. Dann gibt es eine Studie von McKinsey, die sagt, naja, pro Abweichung, die ich finde, oder pro Fehler, den ich vermeide, spart mir das 17.000 Euro. Jetzt haben wir uns mal über die letzten Jahre hingesetzt mit unseren Kunden und geguckt, stimmen die 17.000 Euro? Und wir kommen auf etwa 13.000 Euro. Das heißt, wir sind ein bisschen konservativer, wahrscheinlich ein bisschen näher an der Realität. Aber das Interessante ist, wir bewegen uns im gleichen Bereich. Das heißt, jede Abweichung, die ich verhindern kann, hat ein enormes Kostenpotenzial. Umso früher ich Abweichungen finde, umso günstiger wird es. Umso später mir das Zeug auf die Füße fällt, umso teurer wird es. Das heißt, damit kann ich früh ansetzen, um einfach zu gucken, dass meine Baustelle und mein Projekt ruhig und sicher läuft. Aber es geht nicht immer darum, Sachen vor Ort zu korrigieren. Manchmal sind Sachen, die zwar vor Ort anders laufen, sind aber kein Problem. Aber ich möchte das zurück in mein BIM-Modell bekommen, weil das BIM-Modell, mein Bauplan, soll eben jedem Nachfolgenden zeigen, was auf der Baustelle passiert. Das heißt,
in so einem Fall, wir sehen jetzt diese Stütze rechts oben, die ist nicht da gebaut, wo sie geplant war. Aber ich würde jetzt nicht auf die Baustelle gehen und die Stütze einreißen, um sie nochmal an die richtige Stelle zu setzen. In dem Fall, dadurch, dass unser Algorithmus weiß, wo steht das Objekt in der Realität, wo steht es im Plan, können wir auf den Knopf drücken und das BIM-Objekt wird an die Stelle verschoben, wo es in der Realität steht. Ich kann es als IFC speichern und exportieren. Kann dadurch quasi mein BIM-Update-Verfahren ziemlich schnell machen und es gibt keine Entschuldigung mehr, veraltete BIM-Modelle zu haben. Die Idee, wie gesagt, wir kommen aus Skandinavien, wo es sowas in den ganzen Lebenszyklus eingesetzt wird. Die Idee ist, dass mein BIM-Modell aus der Planung im Bau verwendet werden kann und aus dem Bau im Facility-Management hinterher, ohne dass ich jetzt Wochen verbringe, nachzumodellieren. Die ganze Sache zusammengefasst, es ist eine Online-Plattform, das heißt, ich brauche nichts installieren, das läuft, ich lade meine BIM-Daten hoch, ich lade meine Scans hoch, die kann ich vom Vermesser bekommen, ich kann auch selber rausgehen. Wir haben eine Lösung, die es relativ einfach macht, dass ich zum Beispiel Werkstudenten rausschicken kann, die Scans zu machen. Dann landen die beide auf der Plattform und dann setzt unser Algorithmus ein, vergleicht die beiden und dann muss eben der Nutzer entscheiden, naja, die Abweichung ist so drastisch, die muss vor Ort korrigiert werden, wird dann per BCF kommuniziert, in andere CDEs zum Beispiel oder geht natürlich auch als PDF Bericht es rauszulassen. Oder alternativ, die Abweichungen sind zwar da, sind aber kein Problem, ich möchte ein BIM-Update machen, dann mache ich dieses BIM-Update, speichere es als IFC und exportiere eben das von unserer Plattform. Das Onboarding dauert 2 Stunden, das heißt, ich brauche nichts installieren. Das Onboarding geht schnell, habe relativ geringes Risiko und kann es von heute auf morgen ausprobieren in einem kleinen Projekt und dann eben sukzessive ausrollen. Dadurch wären wir durch.